Was für ein Auftakt. Jürgen Klopp und sein BVB strotzen derzeit vor Stärke. Die Bundesliga-Saison läuft zwar noch nicht, aber Borussia Dortmund eröffnet trotzdem schon die Jagd auf die Bayern. Der Sieg im Supercup war ein erster Warnschuss. Jetzt sind wir der Gewinner und ich denke, es war nicht unverdient heute. Und wie ich gesagt habe, wer gewinnt, kann sich richtig freuen. Und das machen wir natürlich auch. Gehört, wir sind jetzt Rekord-Supercup-Gewinner. Gibt Schlimmeres. Ne? Doch trotz des ersten Titelchens, man bleibt ruhig in Dortmund. Die entscheidenden Spiele kommen ja erst noch. Aber gut tut der Erfolg gegen den Konkurrenten natürlich trotzdem. Gerade nach dem öffentlichen Streit zwischen Karl-Heinz Rummenigge und Hans-Joachim Watzke. Wir sollten das nicht überbewerten, der Gewinn des Supercups. Wir sollten es auch nicht unterbewerten, weil es ist ein Titel. Es ist ein offizieller Titel. Und mit diesem Spielchen, was da seit Jahren läuft, dass der Gewinner das immer super findet und der Verlierer immer versucht, das zu relativieren, tun wir insgesamt dem deutschen Fußball keinen Gefallen. Eine fein verpackte Spitze in Richtung der Verlierer von der Säbener Straße. Doch nicht nur sportlich, auch wirtschaftlich macht der BVB dem Rekordmeister Konkurrenz. In der Bilanzpressekonferenz konnte der Vizemeister Rekordzahlen vermelden. Borussia Dortmund hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 260,7 Millionen Euro erzielt, bei einem Nettogewinn, also nach Steuern, von knapp 12 Millionen, exakt 11,97 Millionen. Ich bewerte das als ein sehr ordentliches Ergebnis. Zwar relativieren die 37 Millionen aus dem Götze-Transfer die Zahlen ein wenig, aber auch nach Abzug dessen konnte der BVB seinen Umsatz, auch dank des Champions-League-Finals, um knapp 3 Millionen Euro steigern. Das ist zwar noch nicht auf Bayern-Niveau, aber der Trend beim Rekord-Supercup-Sieger zeigt nach oben. Das sollte man auch in München registrieren.